Hallo liebe Leute, sehr cool, dass ihr heute gekommen seid. Die letzten Mohikaner halten durch in die Urlaubs. Gebt euch selber erst einmal ein bisschen einen Applaus, bitte. Das nennt man die Happy View. Genau. Aber was nennt man das? Die glücklichen Wenigen. Die glücklichen Wenigen, genau. Wir sind total glücklich. Ja. Und letztens habe ich mir nämlich eines gedacht. Eigentlich ist es total unwahrscheinlich, dass wir alle da jetzt heute zusammensitzen. Wenn man sich das Ganze anschaut im größeren Vergleich mit dem ganzen Universum oder den ganzen Universen und in der ganzen Zeitspanne und was da alles an Möglichkeiten ist und dass wir alle eigentlich am Leben sind und dass wir alle zur gleichen Zeit heute hier zusammentreffen, ist so extrem unwahrscheinlich. Das ist urleihend. Das müssen wir eigentlich auch dankbar sein dafür. Cool. Wir haben heute gleich einmal einen sehr coolen Redner. Stan. Und zwar unseren Stan, der wieder mal richtig einheizen wird. Aber er braucht noch ein bisschen eine Minute noch eine halbe in der Technik. Minute, okay. Okay. Also Leute, wie ihr wisst, am 6.12. Findet die erste globale Mahnwache hier in Wien statt. Und im Moment reift alles so zusammen, also Programm und Künstler und so weiter und so fort. Und es gibt auch inzwischen schon Flyer und Programm auch zum keine Ahnung, auf Facebook oder auf sozialen Medien zum Verteilen und zu verschicken. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, bitte ich euch jetzt, das zu tun. Gebt es weiter, teilt es, liked es, erzählt es euren Freunden, Bekannten, Zahnärzten, Fußballclub-Freunden und sonstigen davon. Es wird ein leibendes Event werden und je mehr Leute da hinkommen, desto besser wird es. Bitte. Und es wird sicher genauso warm sein wie heute. Wir müssen das sehr positiv andenken. Wir werden ganz positiv sein und wenn es dann minus 15 hat, werden wir dich dafür verantwortlich machen, okay? Wir wollen auch heute versuchen, dann mit euch zu sprechen und zwar über Visionen, weil das Thema am 6.12. wird sein Wiener Visionen. Wir wollen das Ganze also mit schönen, positiven Lösungen das Programm gestalten und ich glaube, wir könnten heute schon mal damit beginnen, ein bisschen üben. Was meinst du? Ja, bin ich voll dabei. Stan, wie schaut es mit deinen Visionen aus? Er ist fertig. Okay. Also, hier ist der Stan. Hallo, servus. Ich werde heute wahrscheinlich wieder als Verschwörungstheoretiker und Antisemit dastehen. Ich nehme es gleich vorweg. Aber ich möchte gleich im Vorfeld sagen, dass die Fragen, die ich heute Abend hier stellen möchte, allesamt geprüft sind. Ja, zunächst einmal natürlich selbst in den groben Medien recherchiert für uns Medien, nämlich zum Beispiel Nuoviso beispielsweise. Ich vertraue Nuoviso natürlich sehr. Aber trotzdem lasse ich es mir nicht nehmen, das noch zu googeln und zu schauen, welches Leitmedium hat denn auch darüber geschrieben und man findet praktisch alles auch in den offiziellen Medien, nur eben nicht so in dieser Zusammenstellung, in nicht dieser Konstellation, wie es eben so häufig ist. Vielleicht gleich zu Beginn, unser Finanzsystem ist absolut krank, das wissen wir mittlerweile alle und es wird in wenigen Jahren kollabieren. Für uns oder für die Menschen, auch die hier nicht dabei sind heute, heißt es im Endeffekt einfach nur zu schauen, wie soll dieser Kollaps ablaufen, wie soll das ausgehen und vor allem, wie soll es hinterher wieder ausschauen. Lassen wir dieselben Leute wieder ans Ruder, die das Ganze in diese Richtung getrieben haben, oder schauen wir, dass wir vielleicht im Anschluss etwas Neues, etwas Besseres schaffen. Ja, das wäre super. Dazu müssten sich erstmal viel mehr Menschen anfangen, mit den Themen zu beschäftigen und da habe ich im Moment so manche Befürchtung. Aber vielleicht gelingt doch bis zum 6. Dezember ein Wunder. Ich war vor ein paar Wochen, hatte die Ehre, bei einer kleinen Politdebatte bei einem kleinen österreichischen Privatsender dabei sein zu dürfen. Das war total spannend, das habe ich das erste Mal gemacht. Und da bekommt man im Vorfeld ein Skript, um sozusagen, um was es eigentlich geht. Das wusste ich lange Zeit vorher nicht, kurz davor habe ich es bekommen. Es ging um EU-Politik und da standen ein paar interessante Sachen drin. Ich interessiere mich sehr lange schon für Politik, schon seit meiner Kindheit, man kann sagen seit über 30 Jahren. Und da waren trotzdem Dinge drin, die waren für mich neu. Zum Beispiel stand da drin, dass die EU ursprünglich drei Ziele hatte, weswegen sie geschaffen wurde. Und das muss ich euch vorlesen, weil das kann ich nicht so gut artikulieren, wie das dort geschrieben stand. Nämlich, wahrscheinlich für den einen oder anderen von euch auch ganz spannend und neu. Nämlich, die EU hat drei Aufgaben, nämlich sich gegen folgende Übel hat sie sich zusammengefunden. Erstens, die Erinnerung an Hitler mit Holocaust, Rassismus und extremen Nationalismus. Zweitens, den Sowjetkommunismus im Kalten Krieg.
Und drittens, letztlich gegen den Kolonialismus, von dem sich manche Staaten der Europäischen Gemeinschaft schmerzhaft verabschieden mussten. Es war ganz spannend. Noch bevor diese Politdebatte losging, habe ich darüber nachgedacht, was das heißt. Und dann habe ich mir vorgenommen, jeden einzelnen Punkt dort auch irgendwie zur Sprache zu bringen. So ganz viel Zeit hat man nicht gehabt, aber so ein bisschen ist das doch gelungen. Zu Punkt Nummer 1, also die EU hat sich zusammengefunden, um das Übel des Nationalsozialismus oder Nationalismus und des Rechtsextremismus einzudämmen. Das finde ich spannend, weil was ich im Moment nämlich sehe, ist, dass fast alle maßgeblichen Politiker der EU keine Scheu haben, die Hände von offensichtlich Rechtsextremen in der Ukraine zu schütteln und denen auch noch Geld in den Arsch zu blasen. Also was ist das für eine Heuchelei? Und dann gibt es ja auch noch dieses schöne Zitat von Benito Mussolini, und das ist ein Mann, der es wissen muss. Benito Mussolini definierte einst das Wort Faschismus mit einer einfachen Beschreibung. Faschismus ist dann, wenn Korporationen und Staat ineinander verschmelzen. Ich würde sagen, da sind wir nicht wirklich weit weg davon. Den zweiten Punkt, quasi die Eindämmung des Sowjetimperialismus, finde ich auch spannend. Ich selber komme ja aus einem der ehemaligen Blockländer des Ostens, nämlich aus der ehemaligen Tschechoslowakei. Und bin eben, wie gesagt, auch sehr antirussisch, antisowjetisch erzogen worden. Sehr pro-amerikanisch, war lange Zeit ein absoluter Fan, habe in Disney World gearbeitet und habe das Land wirklich geliebt. Bis vor 10 Jahren irgendwann mal irgendwas passiert ist im Kopf und ich dann plötzlich nicht mehr die offizielle Geschichte vom 11. September geglaubt habe und dann einfach mehr und mehr gebohrt habe und gehofft habe, dass diese Verschwörungstheoretiker alles Vollidioten sind. Und nachdem jeder Baustein sich auf den anderen gesetzt hat und alles wirklich ineinander gepasst hat, wie Tetris, ihr erinnert euch vielleicht noch, kam mir irgendwann mal das Kotzen. Und nach einigen Monaten der Übeligkeit hat man dann irgendwie gesagt, okay, jetzt hat man irgendwann mal diese rote Pille geschluckt und man muss halt irgendwie so schauen, dass man weiterlebt. Es geht ja dann auch einigermaßen ganz gut. Aber man kann nie wieder komplett zurückkehren in den normalen Alltag. Das weiß man wahrscheinlich auch. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, sondern einfach nur zum Thema nochmal Eindämmung des Sowjetimperialismus. Nun, in meinen Augen hat sich eigentlich da nicht so wirklich viel verändert, außer dass die mittel- und osteuropäischen Staaten, die früher im Sowjetblock gefangen waren, heute einen neuen Hegemon haben. Und das sind die USA. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn zum Beispiel Deutschland beschließt, aus der NATO auszusteigen. Und ob die Reaktion der Bruderstaaten großartig anders wäre als zum Beispiel die Reaktion der Bruderstaaten beim geplanten Austritt oder beim angebahnten Austritt der Tschechoslowakei 1968. Ich glaube, da wäre kein großer Unterschied. Das ist natürlich nur eine Mutmaßung, aber ich glaube es einfach mal. Anders wäre es für mich nicht zu erklären, dass sich ein Land wie Deutschland heute dermaßen auf den Kopf scheißen lässt und nichts dagegen unternimmt, dass praktisch jeder Deutsche überwacht wird und nicht natürlich jeder Deutsche, sondern im Prinzip fast jeder Bürger in Europa überwacht wird, permanent bei allem, was er tut, schreibt, liest und so weiter. Dass wir immer noch amerikanische Besatzungstruppen hier dulden müssen. Warum muss man das, wenn das unsere Freunde sind? Und wie kann es sein, dass sich 1991 die letzten russischen Truppen zum Beispiel aus der Tschechoslowakei verabschiedet haben? Und auch aus der DDR, nachdem jetzt heute immer so viel vom Mauerfall zu reden ist. Aber wie kann es sein, dass heute bis heute US-Truppen ganz normal in der Bundesrepublik Deutschland stationiert sind? Also es ist nichts passiert, außer dass der Hegemon ein anderer geworden ist. Nicht mehr der Sowjetimperialismus, sondern der US-Imperialismus. Und leider haben die USA auch diese historische Chance damals nicht wahrgenommen, um eine neue Welt des Friedens zu schaffen, sondern sie haben wirklich schamlos ausgenutzt, dass der Ostblock quasi, ich glaube mittlerweile war das alles natürlich von Anfang an geplant, sich aufgelöst hat, aber zumindest, es hat ihn in dieser Form nicht mehr gegeben. Man hat sämtliche Versprechen gebrochen, die man hat brechen können, beispielsweise das Versprechen, die NATO niemals auf ehemalige Gebiete des Warschauer Paktes auszuweiten. Dieses Versprechen wurde 12-mal gebrochen. Das erinnert mich ungefähr an die Versprechen der Indianern gegenüber, jedes Mal, wenn sie bereit waren, wieder ein Reservat
aufzugeben. Und wenn sie das nicht taten, da gab es ja einige Stämme, die wurden dann beispielsweise beschenkt zur Winterzeit mit Decken, die mit Pocken infiziert waren, um die Stämme so loszuwerden. Also ein Vertrag mit den USA ist in meinen Augen nicht mal mehr so viel wert wie das Papier, auf dem er steht. Weil wäre das Papier weiß, könnten kleine Kinder zumindest noch drauf malen. Und dann der letzte Punkt, der Kolonialismus, den fand ich am allerbesten. Vor allem, weil in dieser Debatte sogar zwei Schwarzafrikaner mit dabei waren. Einer davon war der Moderator und der andere war ein, weiß gar nicht genau, was er war, Politiker oder sonstiges. Ich weiß es gar nicht genau. Wir wurden die Leute nicht vorgestellt. Jedenfalls fand ich das da ganz spannend, über dieses Thema zu sprechen. Ich habe dann dort gesagt, dass in meinen Augen der Kolonialismus nie verschwunden ist. Der ehemalige groß angelegte Kolonialismus, der damals schon von Banken gesteuert war und damals von London aus regiert wurde, in Form des britischen Empire, hat sozusagen den Firmensitz ein bisschen verlagert in eine strategisch günstigere Ausgangsposition und im Prinzip die ähnlichen Gebiete, die damals schon von den Banken kontrolliert wurden, die ganzen Rohstoffressourcen und Wege und so weiter, werden heute durch die US Army kontrolliert. Und zwar in über 155 Ländern der Erde mit über 1000 Militärbasen und die Länder werden bis heute ganz normal schamlos ausgebeutet. Es funktioniert einfach wesentlich professioneller, wesentlich unauffälliger. Heutzutage funktioniert es so, dass man die Länder, die nicht spuren, dort einen Putsch inszeniert, eine Gegenbewegung oder was auch immer. Die legitime Regierung wird gestürzt, das ist etliche Male passiert. Es kommt eine Militärjunta an die Macht. Und von den 100% Rohstoffen, die zu verteilen sind, bekommen 10% um dort die Bevölkerung in Knechtschaft zu halten und 90% fließen an westliche Konzerne. So funktioniert Kolonialismus heute und da hat sich nicht wirklich wesentlich was geändert zum Kolonialismus vor 100 Jahren, außer dass er noch extremer geworden ist. Also ich weiß auch hier nicht, wie viel oder was die EU hier beigetragen hat, um Kolonialismus einzudämmen. Es ist mir wirklich ein Rätsel. Und dann stand noch ein Satz drin, den muss ich auch vorlesen. Gleichzeitig stellen wir fest, dass die Globalisierung ein globales Chaos mit sich bringt und kein Machtvakuum respektiert. Und eine Weltpolizei, wie sie die USA lange Zeit gespielt hat, gibt es auch nicht mehr. Da Obama ein Nation Building at Home bevorzugt. Also absolute spannende Geschichte. Zunächst einmal zum Begriff Weltpolizei, wahrscheinlich hat ihn jeder schon mal gehört. Also wenn man mit Welt, normalerweise, ich versuche zumindest gerne mir Polizei eine Einrichtung vorzustellen, die die Bürger beschützt und ihnen hilft. Wenn mit Weltpolizei damit gemeint ist, dass ein mächtiges Land willkürlich Terror ausübt weltweit, Foltergefängnisse weltweit betreibt, weltweit völkerrechtswidrige Drohnenkriege betreibt, den Einsatz von Uranmunition nicht schont, der unsere Welt auf die nächsten 4,5 Milliarden Jahre verpestet, mit allen Folgen, das heißt Missgeburten, Totgeburten, schwere Krankheiten und so weiter, die daraus resultieren. 4,5 Milliarden Jahre, das ist in etwa die Zeit, die dieser Planet überhaupt besteht. Das passierte in allen Kriegen seit Anfang der 90er Jahre, sowohl im Irak, in Jugoslawien, wieder im Irak, in Libyen und man kann davon ausgehen, dass es auch in Syrien passiert. Uran angereicherte Munition ist praktisch, sie ist nämlich besonders gut darin, Bunker zu sprengen. Unter anderem natürlich auch Bunker, in denen sich Zivilisten verschanzen. Auch da gibt es etliche Beispiele. Und ein Land, das sich nicht scheut, die gesamte Welt zu überwachen, denjenigen, der dann diese Überwachung ans Licht bringt, wie einen Volksverbrecher zu suchen, der dann im Land, dem man vorwirft, quasi ein Unrechtsregime aufrechtzuerhalten, nämlich Russland, sich verstecken muss und sich nicht mehr trauen kann, nicht mal mehr Österreich zu besuchen. Also wenn all das damit gemeint ist, mit Weltpolizei, dann sehe ich nicht, worin die USA damit aufgehört haben, eine solche zu sein. Die Geschehnisse auf der Welt spiegeln mehr und mehr das wider, was beim Weiterbetreiben unseres wirtschafts- und schuldenbasierten Geldsystems nichts anderes als logische Konsequenz sind. Die Liste von Ausartungen unseres Wirtschafts- und Geldsystems ist endlos. Heute wird sie vom brutalen Abschlachten von Zivilisten in der Ukraine und in den Palästinensergebieten dominiert.
In der Ukraine werden seit Monaten unentwegt gezielt Zivilisten in der Ostukraine ermordet. Das muss ich jetzt vorlesen, weil es einfach Details sind, die ich nicht auswendig weiß. Der Journalist Mark Baralmay, ein Deutscher, der sich seit langem fast unentwegt in der Region Donetsk bewegt und von dort berichtet, hat dargestellt, dass sogenannte Spotter gezielt Markierungen an Wohnhäusern anbringen, um der ukrainischen Artillerie dabei zu helfen, den Beschuss von zivilen Gebäuden zu erleichtern. Das heißt, es wird heute nachweislich gezielt zunächst auf zivile Gebäude geschossen und anschließend vielleicht, bislang aber noch nicht, auf militärische Einrichtungen der Rebellen. Und jetzt möchte ich zu einem Thema kommen, von dem habe ich bislang am wenigsten gesprochen, aber ich finde es einfach spannend und ich habe einfach abgewartet, was passiert und ich habe befürchtet, dass nichts passiert. Nämlich das 9-11 dieses Ukraine-Desasters, die Geschehnisse rund um das Thema MH17. Am 17. Juli 2014 wurde über der Ostukraine angeblich eine malaysische Passagiermaschine mit vorwiegend niederländischen und malaysischen Passagieren an Bord abgeschossen. Das wissen wir alle, zumindest mutmaßlich abgeschossen. Unmittelbar nach dieser Katastrophe beschuldigte Petro Poroschenko die Rebellen, das Flugzeug mit Hilfe einer Buk-Flugabwehrrakete abgeschossen zu haben, obwohl diese eine solche gar nicht haben. 4 Tage später präsentierte Russland Satellitenbilder, die beweisen, dass sich ein Su-25-Kampfflugzeug in Schussweite des Flugzeugs befunden hat. Von westlicher Seite gab es hierauf keine Reaktion. Stattdessen wurde die Beschuldigung der Rebellen und sogar Russlands medial ausgeschlachtet. Nach fast 4 Monaten gibt es, wie bei 9-11, nur Fragen und keine Antworten. Nachdem in dieser Endphase unseres Wirtschaftssystems die Gewaltenteilung weitgehend nur noch auf dem Papier besteht, kann man offenbar auch von der sogenannten vierten Macht, nämlich der Presse, nicht mehr erwarten, dass sie ihrer Kontrollaufgabe nachkommt. Journalismus ist etwas zu veröffentlichen, was andere nicht wollen. Alles andere ist Propaganda, das sagte schon einmal George Orwell. Und nachdem sich unsere Medien beschlossen haben, eben nur noch Propaganda zu betreiben und kein Journalismus. Und Journalismus besteht vor allem darin, dass man kritische Fragen stellt zu Themen, die die Menschheit bewegen und auch interessieren sollten, weil sie letztendlich die Menschheit betreffen, müssen wir die Fragen stellen. Auch wenn wir nicht so wirklich viele sind, aber es sind zumindest mehr als nichts. Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Wir behandeln alles dieses wunderbare Thema MH17. Und Sie werden euch wirklich erinnern an die vielen unbeantworteten Fragen vom 11. September. Erstens, warum wurde der Soldat, der das Stofftier eines Kindes aus der mutmaßlich abgeschossenen Maschine nach oben hielt, in den Medien als Barbar und mit den Worten, was sind das für Menschen, Putin-Separatisten treten die Würde der Opfer mit Stiefeln präsentiert? Obwohl den Medien die tatsächlichen Abläufe bekannt gewesen sein müssen. Der Soldat hob das Spielzeug, versprach, die Täter zur Rechenschaft ziehen zu wollen, legte es sanft auf den Boden, nahm seine Mütze ab und tief bewegt bekreuzigte er sich. Wie rechtfertigt ihr solche Falschmeldungen? Zweitens, normalerweise dauert die Auswertung einer Blackbox 1 oder 2 Tage. Nun liegt der Flugschreiber der MH17 angeblich seit Monaten in London. Was ist los? Was sagt die Blackbox aus und wo liegt eigentlich das Problem? Ich bin kein Techniker, aber ich glaube, ich hätte in der Zwischenzeit gelernt, wie man so eine Blackbox auswertet. Drittens, die gezeigten Trümmerteile der Absturzstelle weisen keine Ähnlichkeit mit Bauteilen einer Boeing 777 auf. Die Turbinen sind beispielsweise viel zu klein. Wie kann das sein? Wie lässt sich das erklären? Ich weiß es nicht. Ich bin auch kein Experte, aber ich habe es verglichen. Es ist tatsächlich, die Turbinen sind nicht einmal halb so groß. Aber eigentlich wäre es auch gar nicht meine Aufgabe, diese Fragen zu stellen, aber ich interessiere mich halt dafür. Viertens, Augenzeugen berichteten übereinstimmend davon, dass die gefundenen Leichen zum Teil schon lange verwest waren. Wie kann das sein? Bei frischen Leichen. Kein Blut. Und kein Blut, richtig. Und eine Flüssigkeit, die man in Leichen spritzt, damit man sie konserviert, war überall zu finden. Wie kann das sein? Was waren das für Leute?
Fünftens, ein Fluglotse namens Carlos meldete aus Kiew, es hätte Kampfflugzeuge in unmittelbarer Nähe des Flugzeugs gegeben. Er twitterte dies live auf seinem Twitter-Account. Dieser Account verschwand einen Tag nach dem Absturz, ebenso wie Carlos. Es hieß in einigen Medienberichten, Carlos hätte es nie gegeben. Auf archive.org kann man allerdings seine Twitter-Seite rekonstruieren. Seit 2010 finden sich dort über 10.000 Einträge. Es sieht so aus, als hätte es ihn sehr wohl gegeben. Was ist der aktuelle Stand der Dinge in Sachen Carlos? Sechstens. Warum flog die MH17 nicht ihre übliche Route, die in einem Korridor ca. 200 Kilometer südlich von der Absturzstelle und damit außerhalb des Kampfgebiets erfolgt? Wer veranlasste die Boeing 777 nicht nur, die Flugroute über das Kampfgebiet zu wählen, sondern auch außergewöhnlich tief zu fliegen und nicht die eigentliche Flughöhe einzuhalten? Siebtens, wäre die Maschine, wie behauptet, von einer Buckrakete abgeschossen worden, so Experten, hätte es das Flugzeug in mehreren Kilometern Höhe im Himmel zerrissen. Die Trümmerteile würden keineswegs beieinander liegen, sondern weit voneinander entfernt und verstreut. Wieso wurde die Behauptung, eine Buckrakete hätte die MH17 getroffen, ungeprüft weiter verbreitet? Wie erklären sich die nah beieinander liegenden Trümmerteile? Achtens, es macht ja auch irgendwie Sinn, oder? Wenn man sich überlegt, dass etwas 8 oder 10 Kilometer in Höhe abgeschossen wird und gesprengt wird, dass die Trümmerteile nicht am Boden 5 Meter nebeneinander liegen. Ich bin jetzt auch kein Physiker, aber der bloße, normale Menschenverstand müsste doch das eigentlich irgendwie einleuchtend, also kann man das irgendwie nicht so wirklich erklären. Achtens, es befand sich nachweislich mindestens ein Kampfflugzeug in unmittelbarer Nähe zur MH17. Tatsächlich deuten Einschusslöcher auf beiden Seiten der Kanzel auf einen Beschuss durch ein Kampfflugzeug hin. Oder zwei. Das bestätigte unter anderem der an der Untersuchung des Wracks beteiligte deutsche Flugkapitän Erik Züsse. Wie weit sind die Ermittlungen, ein Kampfflugzeug hätte das Flugzeug abschießen können, mittlerweile fortgeschritten? Neuntens, unmittelbar nach dem mutmaßlichen Abschuss wurde den Rebellen vorgeworfen, die Untersuchungen zu behindern. Das ist nachweislich gelogen. Die verantwortlichen OSZE-Mitarbeiter wurden in Kiew festgehalten, weil die ukrainische Armeeführung sich geweigert hat, eine von den Rebellen vorgeschlagene Waffenruhe im Absturzgebiet zu akzeptieren. Das Absturzgebiet war somit weiterhin Kampfschauplatz. Warum wurden diese nachweislich falschen Behauptungen aufgestellt? Zehntens. Ich weiß die Antworten oder ahne sie, ja? Ich stelle die Antworten einfach nur so in den Raum. Zehntens, nachdem die OSZE-Mitarbeiter vor Ort waren, waren sie beeindruckt von der Arbeit der Rebellen vor Ort. Die Absturzstelle war gut gesichert, die Leichen wurden den Umständen entsprechend gut gekühlt und konserviert. Die Rebellen vor Ort waren überaus kooperativ und arbeiteten mit den Ermittlern laut deren eigenen Aussagen, die man heute noch in YouTube finden kann, sehr gut zusammen. Elftens, ähnlich wie bei 9-11 dienten auch im Falle der MH17 Pässe als Beweismittel. In den Trümmerteilen wurden haufenweise unversehrte Pässe gefunden. Einige waren brandneu, also noch nicht kein einziges Mal abgestempelt und frisch gedruckt. Einige bereits gelocht und entwertet. Hieraus drei Fragen. A. Warum oder wie konnten die Pässe den Absturz unbeschadet überstehen? Es waren Wunderpässe, ähnlich wie von Mohammed Atta. B. Wieso waren die Pässe alle an einem Ort und nicht in den Geldbeuteln, Taschen etc. der einzelnen Passagiere? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einem Flieger war oder schon mal irgendwo hingeflogen ist, aber ich kann mich nicht daran erinnern, meinen Pass abgeben haben zu müssen, der dann irgendwie kollektiv gesammelt wird in einer feuerfesten Box, da so, dass im Falle eines Flugzeugabsturzes diese Box geöffnet werden kann und die Pässe daraus vollkommen unversehrt entnommen werden können. Ich weiß es nicht, ich habe sowas noch nie erlebt, aber vielleicht ist das neuerdings Regel in Schiphol, in Amsterdam. Wie konnten Passagiere mit entwerteten Pässen an Bord eines Interkontinentalfluges gelangen? Blöde Frage. Nächste Frage. Frage 12. 2 Tage nach dem Absturz von MH17 begründete eine angebliche Stewardess namens, der Name ist geil,
Renuka Manisha Viranya Birbal. Ihre Facebook-Seite. Auf dieser schrieb sie eine fast poetische Beschreibung der einzelnen Passagiere. Meine Frage: Wie konnte Frau Birbal so viele Informationen über so viele Passagiere in nur wenigen Sekunden während des Prozesses des Eincheckens gewinnen? Ich weiß nicht, auch hier wieder die Frage an alle die schon mal geflogen sind. Unterhaltet ihr euch mit den Leuten, die den Pass checken und das Ticket checken, 5 Minuten bevor ihr einsteigt? Und erzählt denen genau, was ihr macht, wo ihr hinfliegt, wen ihr besucht, was für Probleme eure Kinder haben? Ich weiß nicht, auch wieder eine blöde Frage, aber ich würde Frau Birbal einfach mal fragen, ich kenne sie nicht. Aber sie hat jetzt eine Facebook-Seite, wir können ja alle schreiben. Zum Zeitpunkt des Absturzes fand, ähnlich wie bei 9/11, ein NATO-Manöver unweit entfernt im Schwarzen Meer statt. Und jetzt kommt der Hammer. Getestet wurde das Unterkontrollebringen einer Passagier-Boeing bis zum forcierten Absturz. Kein Scherz. Das könnt ihr googeln, ist offiziell. Das ist kein Scherz. Daran waren 2 AWACS-Aufklärungsflugzeuge beteiligt. Also das sind super moderne Maschinen, die in der Lage sind, wirklich jede Termite auf dem Boden genau zu verfolgen. So, jetzt kommt meine Frage. Ich meine, das kann alles Zufall sein. Diese hatten die MH17 die längste Zeit auf dem Radarschirm. Kurz vor ihrem Absturz hingegen verschwand die Maschine vom Schirm. Und jetzt die Frage, wie erklärt sich der Zufall, dass ausgerechnet vor dem Absturz der Maschine die Radare dieser supermodernen Aufklärer ausgefallen sind? Und zwar von beiden gleichzeitig. Also ich sage euch, die Gegner der modernen westlichen Welt sind unvorstellbare Techniker. Unvorstellbar. Vor 13 Jahren haben sie es geschafft, 2 Stunden lang das bestgesicherte Luftverkehrsgebiet der Welt 2 Stunden lang außer Gefecht zu setzen, nachdem im selben Jahr über 60 Tests gelaufen sind und alle zu 100% erfolgreich waren, wie es denn ausschauen würde, wenn ein Flugzeug entführt werden würde, wie lange es denn dauern würde, bis Abfangjäger dort sind und es zu Boden zwingen. In keinen Fällen mehr als ein paar Minuten. 60 Mal super funktioniert in einem Jahr und genau dann, wenn es darauf ankommt, klappt es in 2 Stunden nicht ein einziges Mal bei 4 Versuchen. So, und jetzt haben wir wieder die Situation, also die Rebellen haben es geschafft, ja? Also ich deute jetzt einfach mal diese Situation. Diese AWACS, supermoderne NATO-Flugzeuge, die über dem Schwarzen Meer geflogen sind, wahrscheinlich mit Handytechnik, auszuschalten. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich muss mir meine Antworten selber bilden. Ja? Und das sind ja offizielle Antworten, die wahrscheinlich auch im Mainstream entsprechen würden, weil ich sie in keiner Zeitung gefunden habe. Und jetzt kommt meine Lieblingsgeschichte. Also ich die gehört habe, ich weiß nicht, wer sie gehört hat, ich habe sie auch nur wie so gehört. Also einfach, sie ist so gigantisch. Und ich habe mir wirklich alles reingezogen, was es darüber zum Reinziehen gab. Und sogar nochmal, weil sie ist einfach nur geil. Die Geschichte von Korpan. Und da möchte ich jetzt diesen Korpan, also das ist sein Facebook-Name, ein holländischer Fotograf, wirklich nichts Übles tun. Es mag sein, dass es ihn wirklich gegeben hat. Ist ja auch wahrscheinlich oder auch nicht unwahrscheinlicher als unwahrscheinlich. Kann sein. Und dieser Korpan, der hat beim Einchecken, also da war er schon im Boarding-Bereich. Das heißt, in dem Bereich, nachdem er bereits sein Flugticket hat zeigen müssen. Wer kennt die Geschichte nicht? Okay, super. Also ich glaube, einige von euch werden sich da nochmal hinsetzen und nochmal nachbohren. Also Korpan hat, also nachdem er eingecheckt hat im Boardingbereich, mit seinem Handy einen Schnappschuss gemacht von dem Flugzeug. Er wusste, es handelt sich um exakt dasselbe Flugzeug wie die MH370, die im März bis heute spurlos verschwunden ist. Also zufällig genau auch von der Malaysian Airlines, exakt dasselbe Flugzeug, eine Boeing 777. So, und dann postete er quasi diesen Schnappschuss auf seiner Facebook-Seite mit den Worten: Falls wir verloren gehen oder falls wir verschwinden, so sah sie aus. Also eigentlich auch ganz lustig, ja, vielleicht hätte ich das auch gemacht. Also bis jetzt noch nicht wirklich verdächtig. So, dann kam diese unglaublich tragische Geschichte, ähnlich wie die Geschichte von Frau Birbal.
in wirklich den meisten Medien vor und wurde ausgeschlachtet, wie traurig und wie furchtbar das Schicksal manchmal einen treffen kann. Zum Beispiel ein sehr langer Artikel auf Fokus. Also kann man alles googeln, ist alles offiziell dort. Ich glaube auch, das nehmen sie so schnell nicht raus. Nur das Problem ist, dass das Flugzeug, was in den Medien und auch in den Printmedien vor allem abgebildet wurde, zwar genau dasselbe Flugzeug ist, auch ziemlich genau aus demselben Winkel und wahrscheinlich auch zu einer sehr ähnlichen Zeit. Und zwar, das kann man erkennen, einfach an dem, wie der Boden beschaffen war, wo überall Flecken waren, Wasserflecken oder Ölflecken oder was auch immer. Ja? Also das war tatsächlich, muss ein paar Minuten im selben Zeitraum fotografiert worden sein. Aber es war definitiv nicht dasselbe Bild. Auch das ist nachvollziehbar, weil zum Beispiel bei einem Bild irgendwelche Tankschläuche noch ins Flugzeug gingen, beim anderen wurden sie bereits weggefahren. Also oder hingebracht, das weiß man nicht. Also entweder wurde das Bild ein paar Minuten vorher oder ein paar Minuten später gemacht. Aber jedenfalls, es war nicht dasselbe Bild und es hatte vor allem eine etwas tausendfach bessere Auflösung. Macht auch Sinn, weil so ein Handybild, auch bei den modernen Handys, ist meistens nicht wirklich tauglich für Printmedien. Ja? Das ist also einfach zu schlecht. Also besser dieses ganze Ding nochmal fotografieren, in einer wesentlich besseren Auflösung, dann passt es auch in den Fokus. So, jetzt ist ja die Frage, wer hat das fotografiert? Und auch dieser Frage kann man also nachgehen, auch ganz offiziell. Also ihr könnt euch auf die Spuren begeben der offiziellen Leitmedien. Und ihr werdet feststellen, das Bild also stammt von Reuters. Und das Copyright hat ein Reuters-Fotograf. Yaron Moffat. So, jetzt könnte man sich vielleicht vorstellen, jetzt fragt man sich natürlich schon die Frage, warum fotografiert ein Fotograf von Reuters ausgerechnet dieses Flugzeug aus dem Boarding-Bereich, das heißt aus einem Bereich, in dem er hat vorher das Ticket bereits zeigen müssen, reingehen, das Flugzeug fotografieren und dann wieder rausgehen. Ja? Und dieser Mensch, der ist definitiv nicht mitgeflogen, weil er hat nämlich am 23. Juli, also 6 Tage später, in Irland noch eine Firma gegründet. Pentagon 2000, eine Tochtergesellschaft eines in New York ansässigen Unternehmens. Also dieser Mensch ist definitiv am Leben. Ihm geht's gut. Also, er hat ein Ticket gehabt, offenbar, oder gute Beziehungen, kam in den Boarding-Bereich und macht fast dasselbe Foto wie Corp Hahn. Und dieses Foto wird dann im Zusammenhang mit dem Facebook-Posting in allen möglichen großen Medien gebracht. Jetzt stellt man sich die Frage, warum macht er dieses Foto? Und jetzt kann man vielleicht sagen, okay, vielleicht Zufall. Vielleicht fotografiert Yaron Moffat einen Haufen oder Tausend oder Millionen Flugzeuge weltweit einfach die ganze Zeit. Ja? Vielleicht ist es seine Aufgabe oder vielleicht ist Reuters schon so groß und so mächtig, dass sie einfach sagen, wir brauchen einen extra Superman, der macht einfach für uns diese Fotos. Weil man weiß nie, welches Flugzeug als nächstes abstürzt. Nun, auch diese Theorie, die wieder alles erklären würde, trifft leider nicht zu. Yaron Moffat hat in seiner Karriere bei Reuters genau ein Foto gemacht. Dieses. Das war das einzige Foto, das er je geschossen hat. Auf das hat er heute noch das Copyright. Das kann man offiziell nachlesen. Also stellt sich die nächste Frage, wer ist Yaron Moffat? Also wie gesagt, Yaron Moffat hat 6 Tage später eine Firma gegründet, Pentagon 2000 in Irland. Pentagon 2000 ist ein relativ großes Softwareentwicklungsunternehmen, das in den USA sitzt. Am Namen kann man schon relativ leicht erkennen, Yaron Moffat ist Israeli. Also nochmals, ich bin kein Israel-Hasser, Kritiker, ja, bitte, ja, das also schon, aber kein Hasser und schon gar kein Antisemit. Und im Übrigen gibt es auch viele andere Völker, nicht nur Israelis, die Semiten sind. Aber es ist einfach Fakt. Es ist einfach Fakt. So, und jetzt schaut man sich diese Familie Moffats einfach mal genauer an. Die Familie Moffats hat ein großes Familienoberhaupt. Und dieses Familienoberhaupt, mittlerweile gestorben im Jahre 2012, hat 3 Söhne. Und diese 3 Söhne haben folgende Jobs. Sohn Nummer 1 ist Berater der US-Regierung. Und zwar schon seit sehr, sehr langer Zeit. Unter anderem während 9/11 der Regierung Bush. Sohn Nummer 2 ist aktiv beteiligt in dem weltweiten Drogen- und Waffenhandel. Das ist auch offen zugänglich. Und Sohn Nummer 3, Shaul Moffat, ist der Vizepremierminister von Israel. Mag auch alles Zufall sein. Ich sage nicht, dass deswegen irgendeine Verstrickung sein muss.
aber es ist einfach komisch. Ich würde eben als Journalist einfach hergehen und sagen, sind das Zufälle? Bitte einfach nur um eine kurze Erklärung. Vor allem, wenn man sich bedenkt, was 42 Minuten nach dem mutmaßlichen Absturz der MH17 passiert ist. Weiß es jemand? Etwa 42 Minuten nach dem mutmaßlichen Absturz begann die groß angelegte Bodenoffensive der israelischen Armee in Gaza. Mit nachweislich über 3000 Toten, 25.000 Verletzten und mehr als 100.000 Obdachlosen. Allein die Schäden in Gaza werden geschätzt mindestens 5 Jahre dauern, um behoben zu werden. Und die seelischen und natürlich menschlichen Schäden werden niemals behoben werden. Auch das ist ein verdammt komischer Zufall. Ein wirklich komischer Zufall. Nun könnte man eine solche Geschichte, nehmen wir mal an, also ich versuche jetzt auch wieder nur zu mutmaßen, weil ich bin einfach nur ein kleines Würstchen, das einfach nur Fragen stellt. Und jetzt stellen wir einfach die Fragen, wie passt es zusammen? Dieses Flugzeug, was dort gefunden wurde, scheint offenbar gar keine Boeing 777 zu sein. Und die Leichen, die da drin waren, waren vielleicht schon länger tot. Ich weiß es nicht, ja, aber zumindest sagen das die Leute, die dort waren. Also kann es sein, ich meine, Theorien gibt es da und man kann auch zum Beispiel nachlesen in der mittlerweile seit 1997 freigegebenen Operation Northwoods, vielleicht dem einen oder anderen einen Begriff, ja, also einen Geheimplan der CIA, damals die USA mit einer Terrorwelle zu überziehen, um diese Terroranschläge anschließend Kuba in die Schuhe zu schieben, um einen Grund zu haben, um in Kuba einzumarschieren. Damals wurde auch schon gemutmaßt, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, das Finale folgendermaßen zu gestalten, nämlich eine Maschine mit amerikanischen Studenten, die Urlaub auf Jamaika machen will, fliegt über Key West, macht dort eine Zwischenlandung und eine Drohne, also ein unbesetztes oder vielleicht mit Leichen gefülltes Flugzeug, steigt in den Himmel auf. Und dort wird dann dieses Flugzeug abgeschossen und zwar von einer in eine MiG umlackierte F-14. Das steht offiziell so in Operation Northwoods, nachzulesen im Nationalarchiv der USA, ist freigegeben laut dem Freedom of Information Act im Jahre 1997. Das ist keine Verschwörungstheorie, ist ganz offiziell. Also ich sage nur, komische Geschichte, aber die passt irgendwie so ein bisschen in dieses Bild dieser MH17, dieser ominösen. Jetzt könnte man dieses Ganze natürlich nicht einfach so über die Bühne bringen, hätte man nicht vor Ort tatkräftige Helfer. Jetzt habe ich mir gedacht, eigentlich, auch wenn man die Namen ausspricht, das mag vielleicht gar nicht so ungefährlich sein. Jetzt bin ich Gott sei Dank ziemlich unwichtig und Gott sei Dank seid ihr echt viel, sehr, sehr wenige. Weil es gab zum Beispiel Leute wie Jürgen Möllemann, ihr erinnert euch auch vielleicht, ein paar Tage, nachdem er damals Ariel Sharon kritisiert hatte, ging sein Fallschirm nicht auf. Oder Jörg Haider hatte kurze Zeit, nachdem er die Banken kritisiert hatte, einen tödlichen Autounfall und war stockbetrunken, obwohl er nichts getrunken hatte. Ich sage einfach nur, es kann passieren, aber ich denke mir dann manchmal oft, selbst wenn es passiert, denjenigen, die nichts tun und auch nichts sagen, wird es früher oder später auch passieren, wenn wir nichts tun. Und es ist auch nicht ganz so, dass ich nichts zu verlieren hätte. Ich habe eine wunderbare Familie, ich lebe in einem tollen Haus, mir geht's gut, ich bin nicht ganz dünn, ich habe genug zu essen, ja? Mir geht's wirklich gut, ich habe genug zu verlieren. Aber ich möchte, dass auch meinen Kindern es gut geht. Und das war noch sehr, sehr lange und dass sie nicht in einer Diktatur aufwachen müssen. Und deswegen traue ich mich jetzt einfach, ein paar Namen zu sagen. Ja, es gibt eine Person, die da durchaus mitmischen kann. Und diese Person heißt Igor Kolomoyski. Igor Kolomoyski ist unter anderem, und das ist jetzt leider wieder der Zufall, ich wäre eh lieber, falls ich das nachlese und feststelle, es ist alles wieder nur eine Spinnerei, zum Beispiel von Nuo Wiso, und dann liest man das ganz offiziell nach und es ist so. Igor Kolomoyski hat einen israelischen Pass und lebt hauptsächlich in der Schweiz. Ist aber Gouverneur der Oblast, also der Region Dniepropetrovsk. Der benachbarten Oblast. Nämlich der Oblast, wo eigentlich die MH17 hätte fliegen müssen. Igor Kolomoyski ist ein extrem mächtiger Mann. Er ist einer der reichsten Männer in der Ukraine. Er ist der maßgebliche Mensch bei Burisma Holding. Burisma Holding ist der größte ukrainische Gaskonzern. Mittlerweile beschäftigt Burisma Holding auch einige prominente Amerikaner, wie zum Beispiel Hunter Biden, den Sohn des amerikanischen Vizepräsidenten, oder Devin Archer,
Der Ben Aker ist vielleicht manchen ein Begriff. Er war lange Zeit Berater und Wahlkampfmanager von John Kerry, ist engstens vertraut mit der Familie John Kerry, von John Kerry und seiner Frau Theresa Heinz, der Erbin des Heinz-Imperiums von Ketchup. Also alles eine sehr hochgestochene Gesellschaft. Und Igor Kolomoyskyj beherrscht nun dort diese Region. Er hat seine eigene Privatarmee. Übrigens, diese Armee ist besser ausgerüstet als die gesamte Rebellenarmee zusammen. Sie verfügt über Flugzeuge, über Puck-Abwehrsysteme, über alles, was man so sein Herz begehrt. Und, was habe ich noch über ihn so gelesen? Er ist ein großer Förderer des rechten Sektors. Er ist auch sehr okkultistisch eingestellt. Der rechte Sektor hat in Dniepropetrovsk sein neues Hauptquartier gefunden und er finanziert auch rechtsradikale Kampfeinheiten, die in der Ostukraine Zivilisten töten. Soweit erstmal so für ihn als Biografie. Also er hätte durchaus die Möglichkeiten und die Macht. Und jetzt stellt sich einfach die blöde Frage, warum sollte in irgendeiner Art und Weise Israel ein Interesse daran haben, dass Russland oder war auch immer ein Verbrechen in die Schuhe geschoben wird, wo vor allem Holländer und Malaysier ums Leben kommen. Und auch das hier, ich kann wieder nur mutmaßen, also das sind wirklich Verschwörungstheorien, aber nachdem man uns keine Antworten liefert, müssen wir ein bisschen theoretisieren. Die eine Geschichte kam mir sehr auffällig vor, dass gerade mal 42 Minuten nach diesem Absturz die große angelegte Bodenoffensive beginnt. Die ersten 3 Tage lang sprach kein Mensch über diese Offensive, wo wirklich viele, viele Menschen zu Tode kamen. Sondern man zerriss sich, wie gesagt, nur die Mäuler über Putin. Man überschüttete Russland mit Dreck und mit Hasstiraden. Also hier hätten wir zumindest mal einen sinnvollen Grund für diesen Terroranschlag. Zum anderen, Malaysia ist ein interessantes Land. Ich war dort selber leider noch nicht, aber es ist ein mutiges Land. Denn in Kuala Lumpur gibt es das einzige wirklich unabhängige Kriegsverbrechertribunal. Wirklich unabhängig. Den Haag ist natürlich eine Farce, ja, nachdem einer der Mitbegründer, nämlich die USA, selbst mit Militärgewalt angedroht haben, falls jemals ein US-Amerikaner vor den Haag gestellt werden sollte. In Kuala Lumpur gibt es nun seit 2006 dieses Kriegsverbrechertribunal. Es hat natürlich keine exekutive Macht. Aber es hat eine durchaus judikative, starke Präsenz. Das könnt ihr selber googeln. Ihr findet dort die Leute, die dort dahinter stehen. Das sind hochrangige Juristen aus der ganzen Welt. Da sind auch Israelis dabei, Russen, Amerikaner, Deutsche. Wirklich eine ganz breite, also wirklich ein Wissen an Juristen. So, und dieses traut sich, Dinge auszusprechen, die eigentlich die meisten Menschen wissen, ahnen, aber eben über die man einfach so nicht spricht und die Massenmedien schon gar nicht darüber berichten würden. Ende 2011 hat es zum Beispiel dieses Kriegsverbrechertribunal gewagt, anhand der erlogenen angeblichen Beweise gegenüber dem Irak den begangenen Angriffskrieg von 2003 zu verurteilen und George Bush und Tony Blair zu Kriegsverbrechern abzuurteilen. Und im Jahre 2013 hat dieses Gericht etwas sehr Ähnliches gemacht. Es hat die israelische Regierung zu Kriegsverbrechern erklärt. Ja! Die holländische Regierung hingegen hat, das müsst ihr euch auch selber googeln, da möchte ich jetzt gar nicht so weit ausholen, in den vergangenen Monaten, nachdem sie auf die Schliche gekommen sind, dass in Israel Hilfsgelder veruntreut werden und in die Rüstung gesteckt werden und zur Unterdrückung der Palästinenser diese Hilfsgelder ersatzlos gestrichen und quasi diesen Geldfluss nach Israel aufgegeben. Also auch dieses Land steht, sage ich mal, in einer gewissen schlechten Reputation nur in Israel da. Das, wie gesagt, sind Verschwörungstheorien, also ihr könnt mich auch gerne einen solchen nennen. Ich möchte jetzt zum Ende kommen. Ich glaube, dass wir sehr, sehr wachsam sein müssen, jeder von uns, und das seid ihr zumindest, die ihr hier seid. Und wir werden nicht wirklich mehr, das beunruhigt mich ein wenig.
Aber ich glaube, wir können nicht aufhören, dass wir zumindest unseren Freunden und Bekannten permanent auf den Geist gehen und sie damit konfrontieren. Und zum Beispiel Dinge, die ganz, ganz offensichtlich sind und ganz einfach einsichtlich, dass man da einfach sagt, schau mal, du, wunderst du dir eigentlich nicht die Geschichte mit der Brutkastenlüge oder die mit den Massenvernichtungswaffen im Irak? Ja? Das ist offiziell rausgekommen. Was sagst du eigentlich dazu? Und du fährst noch in die USA in Urlaub. Fährst nach Disney World. Gibst dort $90 für eine Eintrittskarte aus. Schmeißt das $10,000 für einen 2 Wochen Urlaub mit der Familie raus. Fahr doch woanders hin. Fahr doch nicht ausgerechnet in das Land, das seit 25 oder 30 Jahren x Länder bombardiert, verknüppelt und ausbeutet. Ja? Und das alles völkerrechtswidrig. Ich meine, völkerrechtswidrig oder nicht, ist vollkommen wurscht. Jeder Krieg ist völkerrechtswidrig. Zumindest so in die Richtung darf ich schon mit meinen Freunden reden. Und das tue ich auch. Und manchmal sind die auch so blöd und dann fangen die auch von selber an, was zu sagen. Das sind ja meistens Aussagen wie die IS, die Araber, die sind schon ganz schön fiese Schweine. Und dann, ich muss mich dann echt beherrschen. Ich meine, jeder von uns kennt die Geschichte der IS in etwa. Wir wissen, wo sie entstanden ist. Also die IS wächst nicht auf Bäumen. Es gibt auch dort wenige Bäume. Ja. Klar, die IS hat natürlich einen Ursprung, der ist schon uralt. Das ist auch keine Verschwörungstheorie, auch das können Sie offiziell googeln. Das Ganze nennt sich Operation Cyclone, startete in den 80er Jahren. Anfang der 80er Jahre, im Jahr 1984, kam dann ein prominenter Zeitgenosse dazu, nämlich Osama Bin Laden. Unter der Führung von Bin Laden, damals seinem eigentlichen Codenamen beim CIA, nämlich Tim Osman, gründete er eine Gesellschaft, eine Glaubensgemeinschaft von Mujahedin. Das waren Freischärler, Söldner, Kämpfer aus der ganzen Welt, darunter zum Beispiel auch rumänische Securitate, französische Fremdlegionäre, also allesamt wirklich Kämpfer aus der ganzen Welt, die einfach vor Kohle gekämpft haben. Diese ganze Geschichte wurde von ISIS mitfinanziert, oder EASY, Entschuldigung, es klingt alles so ähnlich, es tut mir leid, EASY, das ist Inter Security Agency, glaube ich, ist auf jeden Fall der pakistanische Geheimdienst, eine hundertprozentige Geburt der westlichen Geheimdienste. Also es klingt ja eh alles so ähnlich, ISIS, IS, Israel, US, USA, ja. Also jedenfalls, damals wurde diese Gesellschaft gegründet, man benannte sie dann als die Basis, als die wirkliche, die Glaubensbasis der Kämpfer, die gegen die Russen damals gekämpft haben in Afghanistan. Sie wurde finanziert, das war bis heute, es ist der teuerste Auslandseinsatz des CIA, zumindest offiziell gewesen, und es ist bis heute. Operation Cyclone, können Sie also googeln, und diese Kämpfer, diese Basis, oder auf Arabisch Al-Qaida, ist bis heute unterwegs, führt alle möglichen dreckigen und schmutzigen Kriege durch, überall dort, wo man sich selber nicht die Finger schmutzig machen will, oder sie entfacht sogenannte Bürgerkriege, indem sie vorgibt, Rebell zu sein in dem jeweiligen Land, wie zum Beispiel in Syrien, oder Syrien auch natürlich, oder Libyen, wo zum Beispiel die wenigsten der Rebellen tatsächlich Libyer waren. Ja? Also das ist eine wirklich ganz, ganz schmutzige Geschichte. Und die IS hat natürlich auch jetzt wieder ihre Bewandtnis und irgendeine Logik. Beispielsweise habe ich mal gelesen, dass es ein Ziel ist, den Irak in 5 Teile zu spalten. Es ist dann einfach leichter kontrollierbar. Außerdem ist die ISIS natürlich ein hervorragender Vorwand, um dort erneut US-Truppen zu stationieren. Das passiert jetzt auch genau. Es werden also wieder US-Truppen dorthin verlagert. Und vor allem die kurdischen Gebiete werden dann besser unter Kontrolle sein. Man muss einfach immer schauen, was tatsächlich hinter diesen verschiedenen Absichten steht. Also ich für meine Begriffe würde mich freuen, wenn ich noch erleben würde. Jetzt bin ich noch gar nicht so alt, also ich habe noch einige Jahre hoffentlich vor mir. Dass sich die US-Besatzungstruppen aus Europa zurückziehen. Jawohl! Jawohl! Dass sich die NATO auflöst. Und dass auch Österreich die NATO nicht unterstützt. Und nicht zum Beispiel Hunderten von Panzern die Durchfahrtsrechte gewährt Richtung Ungarn, nämlich an die ukrainische Grenze, wie im Mai geschehen. Da hast du recht, auch das ist sicherlich ein sinnvolles Ziel, anstatt, also der Weg von einem Sowjetkommunismus oder Sowjetimperialismus, den wir hier zu Recht auch kritisieren, hin zu einem Brüsseler Politkommissariat, ist sicherlich nicht der richtige Weg. Aber einmal weniger. Es
kann nicht sein, dass wir heute 69 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs offen Faschisten unterstützen. Es kann nicht sein. Und ich verstehe echt nicht, ich verstehe es einfach nicht, dass so vielen Menschen das scheißegal ist. Ich weiß es nicht. Also mir kommt echt jeden Tag das Speien. Jeden Tag. Ich habe auf meiner Facebook-Seite viele Sachen gepostet, bis ich dann irgendwann mal beschlossen habe, dass ich nicht mehr die Fratze von Angela Merkel neben der meiner Tochter sehen will. Und deswegen habe ich diese ganzen Geschichten outgesourced in eine eigene kleine Gruppe. Falls ihr mich da besuchen wollt, könnt ihr gerne machen. Stan the Man. Mir ist kein blöderer Name eingefallen. Und ich möchte noch eines erleben, und das ist das Letzte, was ich mir für heute Abend wünsche, ist, um möglichst bald einen echten Frieden mit Russland. Ich glaube, dass die Vorstellung einer Art friedlichen Wirtschaftszone, wirklich basierend auf einer Wirtschaft, die den Menschen dient und sie nicht ausnutzt oder benutzt, wie es Putin 2009 am Starnberger See formuliert hat, in Bayern, von Lissabon bis Vladivostok, ohne dass die Russen jetzt plötzlich die neuen Hegemone über Europa wären. Das hat er nie gesagt. Und es wird ihm auch in den Mund geschoben, irgendwas, was er nie gesagt hat. Ich denke, dass eine solche Vereinigung, eine positive Vereinigung von Eurasien, wie man so schön sagt, die einzige wirklich ernsthafte und sinnvolle Zukunft ist. Und wir dürfen uns nicht von den Leuten, die schon seit Jahrhunderten im Übrigen immer dieselben waren, die Zwiespalt geschaffen haben zwischen Mittel- und Osteuropa, immer und immer wieder so reinreiten lassen. Das kann einfach nicht sein. Und nicht schon wieder so hintreiben lassen, dass wieder diejenigen, die sich nicht mit der Thematik beschäftigen, wieder hinstellen und sagen, Putin ist ein evil man. Das kann nicht sein. Ne? Also einfach, versucht es einfach aufklärerisch zu sein. Ich glaube, jeder von euch ist es vielleicht eh schon. Und ich drücke euch einfach in weiterer Zukunft auch dabei die Daumen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke. Okay.